Hi, willkommen zurück zu War of the Chosen. So, da muss ich jetzt noch mal schnell gucken, wie es eigentlich hier aussieht. Das sieht doch relativ okay Wenn Sie aus. die Wahrheit über die Templer wissen wollen, gut möglich, dass Sie Das alle kann man verrückt sind. momentan nicht machen, weil Ja, nur wir haben irgendeiner hat Ihre doch Macht gesehen, negative aber ich habe Eigenschaften. noch nicht einen getroffen, der mir vernünftig erschien. Ist Jay Allerdings würden sicher auch oder viele die Nemo? Wege der Schnitter hinterfragen. Hat negative Effekte, aber war doch nicht. Da ist noch einer krank. Dann, was steht denn jetzt an? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal, was ansteht. Hier könnte man weitermachen. Ja, das da juckt mich überhaupt nicht. Wir brauchen keine Rekrutemie. Ach, guck mal da. Das Aliens machen noch Avatar-Projekt. immer Fortschritte beim Sobald man in Avatar-Projekt. mir Wenn wir sie könnte, ach, verlangsamen und dann wollen, müsste müssen wir auch uns noch mal beeilen. mit der Shutterkammer anfangen, aber da will ich noch gerne auf die Rüstung warten. Hier, Jay hat standhalten. Kann aber direkt weitermachen. Warte mal. Hatte Jay nicht negative Eigenschaft? Jetzt geht's. So, jetzt. Ah, der darf nur nicht mal ein Psy-Training machen. Ah, dann, Jay, sorry, du musst 5 da in die Krankenstation. Hab Angst vor Max war's oder sowas, weil das wollen wir nicht. Das ist nicht gut. So, was ist hier? Eddie und Tim Diese sind Ergebnisse fertig. könnten sich als Oh, kritisch für unsere Jägerwachen, stimmt, die Bemühungen will ich mir. erweisen, Commander. So, ab. Ah, Nachtlanze und Nachtkralle. Die gucken wir uns mal an. Gewehr und klares Sturmgewehr. Oh je. Okay, warte mal. Salidenautopsie ist sofort, Der also Name machen wir die Chrysalid. mal. Selbst meine Im intellektuelle Neugier reicht Hirngewebe, nicht ja, aus, um meine gut. Zweifel zu besänftigen, ob es wirklich eine gute Was Idee kann ich war, denn hier dass machen? unsere Truppen Verstärkte dieses schwere spezielle Rüstung. Exemplar an Bord unseres Okay, da Schiffes kann ich nur die gebracht haben. schwere Rüstung mit MTP steigern. Ah, wer ist nicht? Servo-Rüstung, 8 Tage. Warte mal. Forschung? Kostet nur 3 dabei, Pan-König Otto. Die eventuell machen. Oder was sind denn so die Dinger in der Schattenkammer? Ich Hallo? muss zugeben, es ist spannend, unter den Genau, schwierigen Schattenkammer. Bedingungen auf der Avenger zu arbeiten. Das kostet 6 Jede da. Entscheidung, jede Hallo, ich Entwicklung kann ist nur von noch größter gucken, kostet Wichtigkeit. beide 6 Es gibt da. keinen Raum für Gut, Fehler. Commander, die Schattenkammer ist betriebsbereit. Jetzt ja, müssen wir aber sie ich nur kann noch halt nur einsetzen. entweder Ich werde Forscher auf oder eine Ihren Befehl Schattenkammer hin was machen. anfangen, Commander. Mann, ich mache Auch hier wenn die meine letzte. Vipernkönig-Autopsie, damit ich die Rüstung kriege. Eddie und Tim sind wieder fertig, das finde ich sehr schön. Oh, ein Beutezug. Nice, wollte mal schon lange nie. Dann würde ich sagen, ja, gucken mal. Und zwar Arkon. Oh, Torwächter. Torwächter, okay. Interessant. Und Widerstandskontakte. Versteckte Zivilisten, die können kontaktiert werden, um wertvolle Belohnungen zu halten. Ja, das ist im Hexasheimgebiet. Okay. Setze Kurs auf Chile. Okay. Wir gehen nicht mal stark davon aus, dass der jetzt kommt. Aber Moment, wollte ich nicht irgendwas machen noch? Genau, die Waffe, Waffe, Waffe Commander, ich von empfange sehr komischen schwache Vieh, Signale. das wir erlebt haben. Irgendjemand versucht uns vom Boden aus zu kontaktieren, aber ich kann ihn nicht orten. Halten Sie da unten die Augen nach möglichen Kontakten offen. Wo ist der? Oder habe ich die jetzt schon? Habe ich die schon? Mitchell, das trifft sich gut. Warte mal. Du, wenn ich mal hier mitnehme. Mitchell, ich sehe wahrscheinlich mit. Also, gucken wir mal mir an. Ausrüstung kriegt. Und zwar genau Nachtlanze. So, wir haben, weil wir zum Vergleich, da haben wir Schaden 8 bis 10 und 10% Crit. Hat auch nur 8 bis 10. Crit schon ist auch nur 10%.
aber mehr ein überragendes Zielfernrohr, überragender Automatiklader, überragender Stecher. Okay. Überragender Schaft haben wir auch noch. Was? Nur ein... Wow, also ich kann Lava und dann mit dem Ding schieße. Wow. Wow. Das wäre echt... Das wäre wohl Hammer. Okay, gucken wir mal, was haben wir dann die Nacht gerade. So, hier haben wir 3 bis 6. 4 bis 7. 5 Panzer brechend. Wow. Wow. Das Ding haut drin. So, dumm kriegst du auf jeden Fall Blue Screens. Keine Frage. Komm, weißt du, was du denn mit? Da bin ich jetzt immer gespannt. Da bin ich echt gespannt. Okay. Wenn wir brauchen wir alles. Also die Elena ist noch angeschlagen. Die fällt weg. Dann ist der Eddie dabei. Der Eddie könnte direkt... Okay, ist dort drin. Der Tim mitnehmen, weil das ein Kollege. Da? Ja, genau. Nein, Tim ist müde. Was fällt hier in? Tim kann nicht mitkommen, da musste Matthias mitkommen. Der Fabi könnte kommen, wieso eigentlich nicht? Weil Granate brauche ich definitiv. Anna ist schon dran. Ich könnte den Mox, wenn ich nur mitnehme. Und brauchen wir noch. Wir haben eine Ranger, wir haben eine Spezialist, eine Grenadier, eine Scharfschütze. Nochmal mitnehmen. Das wäre eventuell so. Sag ich mir, mit Granate macht man ja nie was falsch. Nehmen wir doch Raffi mit. So. Dann tun wir mal noch schnell ausrüstet. Eddie. Oh, du hast, glaube ich, schon die richtige Waffe, oder? Arashi, Katana, Rage an Ritterkanon. Blue Screen, wieso eigentlich nicht? Ja, das geht klar, denke ich. Gut, das geht klar. Matthias. Fortschrittlich. Was mit mehr Lader mit? Das funktioniert sogar gut. Dann hätte man das hier. Das hier mitnehmen. Ich tue irgendwas. Oh, stimmt, ich habe hier noch einen weiteren Platz jetzt an den Teile. Kenne ich noch überragender Stecherin machen? Ich nicht, ne? So, wieso nicht? Kommt doch gut. Brauche ich überhaupt einen Schädelstecker? Mal gucken. Ja, Lanzenträger, Schildträger. Nimm mal zur Sicherheit halber mal mit. Stefan. Salve, das finde ich sehr schön. Wo ist das überragende Vieh? Gut. Ich auf jeden Fall Frost mit. Eine normale Granate ist okay. Laser Rounds. Gut für Raffi, du kennst du eventuell. Wusst du irgendwie so nicht? Wieso eigentlich nicht? Doch, Torwächter, da will ich ein Blue Screen an. Je weniger Probleme man mit dem Ding hat, desto besser. Box. Noch ein Spezialgewehr fertig. Und Blue Box. Eigentlich Mimik Beacon. Nicht so verkehrt. Was auch was fand ich hier bei der Waffe zum Beispiel. Nö. So, Ravi. Hier. Wo ist das Ding? Razor Rounds. Säurebombe.
Könnt ihr ich habe noch ein schwerer Anzug und einen Denim mitnehmen. Warum kann der Box denn anziehen? Ja. Hier hin. Der hat eigene Rüstung. Schade. Schade. Mitchell. Ab Mitchell gebe ich denn mit. Dann haben wir zumindest noch einen Raketenwerfer. Ich meine, die Flashbang brauchen wir nicht unbedingt. Ja, wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Weil im Raffi würde ich doch gerne Tracer Rounds geben. Da trifft. Ja, ich denke, das ist okay. Mensch, was jetzt schade ist, wir haben keine Partner jeweils dabei. Außer ich, was der Eddie daheim. Oh ne, ich will jemanden zum Scouter dabei haben. Ah, das geht ja so. Wenn der Hexer kommt, dann muss es halt so gehen. Sky Ranger, der Eddie hat ja diese brachiale Nahkampfwaffe. Wir haben das gelbe Stuhl auch. Und vor allem, wir müssen daran denken, dass wir jetzt mit dem Sniper, also mit Mitchell in dem Fall, uns erst bewegen können und dann schießen. Das ist hier richtig genial. Das ist richtig genial. Ich wollte gerade schon sagen, das wäre richtig praktisch, geht in der Hand da, aber von der Mama die Waffe. Aufklärungsberichten zufolge wurde in diesem Gebiet ein App-Entzug vom Widerstand lahmgelegt und die Aliens konnten ihn noch nicht wegschaffen. Wir gehen rein und bergen jegliches brauchbare Material und Technologie. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. So, ist das jetzt eine neue oder eine alte Mission? Das ist eine Aldi-Mission. Okay. Menes 1-5, Koordinaten des Advent-Zugs sind eingegeben. Okay, das Ausrücken ist zum Sichern. Alle Feinde ausschalten. So, kurz umgucken. Wir sind hier am Rand. Oh. Was haben wir dann hier? Sieht schon Arkon aus. Okay. Weit entfernt. Oh ja. Die. Verstanden. Bin unterwegs. Okay, jetzt sehen wir eine Akonymie. Was soll denn das? Nehmen wir jetzt Sinn. Bin unterwegs. Ah ja, feindlicher Trupp geortet. Okay. Wie war es denn? Akon sieht schon nicht, der hinter dem Auto ist, aber. Mitchell. Warte mal, das will ich eigentlich weiter hinten lassen. Matthias. Gut. Ja, ein Geheimer. Okay. Das sind wir jetzt ein paar Vielfahr auf Moll, muss ich sagen. Aber wir sind noch verborgen. Ich wollte sie eher schon mal so bleiben. Raffi. Okay. Geht nur. Bin schon unterwegs. Ja, hier und Stefan. Und. Ja, hier. Move it to Overwatch. Eyes on the prize. Ich stehe bereit. Augen auf. Geil, jetzt können wir wirklich noch mit dem Präzisionsgewehr schießen. Verstanden, halte die Augen offen. Das ist richtig cool. Okay. Sollen wir vielleicht doch angehen, weil der Mac. Ah, okay, warte mal, wir gucken mal. Raffi, nur Anna. Die sieht momentan
erkennen, aber der Eddie bleibt eh versteckt. Das sieht nur die. Das ist Blech. Wir fahren sie Penner. Der Matthias sieht die. Aber die stehen und die andere bewegen sich. Ich versuche sie eher schon. Soll ich erst die Doppelplatte machen? Und man natürlich auch. Mitchell ist okay, das ist nur die. Wir fahren. Also. Matthias ist safe. Box wohl A. Affi müsste noch weg. Okay, ich positioniere mich mal ein bisschen besser, um nur behindert die Gruppe hart zu machen. Wir fahren hier rüber. Hier, das kann sie erstmal nur bleiben. Muss bestätigt. Überwachung läuft. Gebe Feuerschutz. Got it covered. Matthias sind noch die zwei. Ich würde sagen, wir fangen sie erstmal mit dem Donner an. Sektoid. Sektoid. Naja, der wäre schon mal garantiert tot sein, ich muss. Das Ding hat auch so richtig varialer Sound. Okay. Gut, Stefan. Fang nur an. Oh, super, schießt die Nebel. Aber wir haben schon mal Holo-Targeting drauf und deshalb könnte gute Mobs auch 100%. Gut. 99%. Affi, kill mich. Ja. Och, Raffi. Matthias, du hast Stock, kill den. Der Sektoid, der. Oh, Stecher, Bonusaktion. Finde ich gut. Ja, probieren wir halt mal. Ja, das erwarte ich auch. Eddie. Bitte ja, ich bin nur nichts. Ich will die Zielhalle. Ach, der haut ab. Alles okay. Alles okay. Gut, Eddie. Bin auf dem Weg. Einer? Eddie ist. Nie jemand. Nein. Gut, dann bis dann. On my way. Moxie. Wie befohlen. Ah, kostenlos. Dann machen wir doch noch nichts. Raffi. So könnte ich ja. Ich gehe schon. Oh. Raffi, komm mal ein bisschen. Positiv. Vorüber. Gebe Feuerschutz. Biete Feuerschutz. Affirmative. Covering now. Overwatch. Ich werde nicht zurückweichen. So, Anna. Roger. Das gibt's so nicht. Wo sind die hier hin? Hast nicht so abgesperrt.
EOS. Heading out. Mox. Setze mich in Bewegung. Robby. Geht klar. Davor. Feuerschutz. Overwatch. Scanning. Es steht unter meinem Schutz. Bestätigt. Überwachung läuft. So nett. Wir können aufs Spiel kommen. Und los geht's. Wer enttäuscht, Jungs? Not a problem. Absolutely. Box, kommen wir hier hin. Affi. Bin unterwegs. Okay, bin unterwegs. Ja, ja. Scanne Gebiet. Warte mal, Stefan, ich guck grad nochmal. Jetzt hätte ich Zeit für durchzuladen. Ne, mehr Munition, aber Dias können wir nur laden. Mox hat kostenloser Nachlader. Affi auch. Bin dabei. Leise, habt ihr das gehört? Ja. Oh ja. Oh yes, direkt getroffen. Oha. Feindliche Ziele in Sicht. Und der Sektuitin geflüchtet. Das ist jetzt das Bild, aber auch ein kleiner Ruhe. Hab ich wieder Ruhe gerade gesehen. Ich sah hier nichts, aber. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ja, da ist der Sektuit an. Ist nicht so wild. Mox nachladen. Muss nachladen. So, 72 in dem Mac. Okay. 65 auf deiner Arkon. Mitchell, war du hin? So, Arkon, Ator, Toid. Hey Mox, kannst du deine Arkon killen? Wir verachten unsere Schöpfer! Das ist sehr schön. Ich hab so gut wie keine Munition mehr. Sektoid. Was hab ich denn? Ator. Targeting-Truff machst, aber eigentlich Ende brauche ich hier. An Stefan kann auch noch. Oh ja. Stefan, schieß mal auf den. Bias. Wieso eigentlich nicht? Affi, wenn du Stufe und Börschen brauchst, nur ein Ziel, Marmor. Okay, haut mir direkt weg. Das ist mal so recht. Muss das sein. Die halte ich mal zurück. Okay, du bist tot. Wow. Keine erledigt. Noch tausende übrig. Oh, Bonusaktion, sehr schön. Dann kann ich gerade mal nur laden. Und das war wahrscheinlich auch unsere Truppe, die hier. Wechsle Position. Die hier patrouilliert ist. Scanne Gebiet. Sure thing. So, dann. Wir jetzt mal weiter vor. Oh, Raffi könnte nachladen. Kostet nichts, Gott sei Dank. Ich wundere mich echt, dass der Hexer noch nicht durch ist. Schon unterwegs. Hat er Angst vor uns oder
kommt der nur auf gerade wo mal ein Zeitlimit haben, damit es nicht ganz so einfach wird. Hoffentlich lohnt sich das. Alter. On my way! Come get some! Affirmative, covering now! Feuerschutz bestätigt! Feuerschutz! So, Eddie. Bestätigt, drücke aus. Vorne hin. Feuerschutz! Bestätigt, Überwachung läuft! Da, ach nee, das war die Patrouille. Okay. Komm. Ein! Das wieder Häse. Mitchell sieht sie nicht. Oh, oh, oh. Hier. Was ist da drüben? Tatsächlich. Das der Max soll dich zwar. Nee, die Larve direkt mit uns hin. Angriff bei Sichtkontakt. Biete Feuerschutz. Die Larve in unseren. Verstanden. Rücke aus. Nehme ich nur stark an. Jo. Ups, was haben die überall gemacht? Okay. Das ist schön. Das ist schön. Offensichtlich, machen die irgendwas? Wir sehen sie nicht, aber der Raffi sieht sie doch schon. Genau nach Plan. Der Raffi hat schon mal jemanden gekillt. Hier ist auch nur gekillt. That's right. Okay. Gut. Wenn das nicht schwerer wird. Männer 1-5, achten Sie auf die Vorratskisten. Jo, das lag ja direkt bei der Vorratskiste rum. Ich kenne mir am wenigsten vor. Begebe mich zu dieser Position. Feind gesichtet. Ach du Scheiße, stimmt, der Torwächter. Okay, Mitchell. Schon unterwegs. Ich will dich da overhauen. Guck mal, jeder kleine Vorteil, wo ich gehe, den kriegen. Absolutely. So, das ist gut, wir können uns auch vorbereiten. Da, und das. Ja, das lohnt. Locked and loaded. Muss mal schaffen, geht denn noch. Boah, Torwächter. Not a problem. Danny hier. Mox. Kuschellos nachlade. Der wäre ich gar nicht verkehrt, wenn du mit Puff. Jawohl, warte mal. Gebe Feuerschutz. So, Raffi. Kein Problem. Scanne Gebiet. Hey. So, ich würde doch fast sagen, nee, auf den 82%. Das lassen wir uns aber nicht nehmen. Ja. Abgeprallt. Der Torwächter ist zu geschockt. Ach, da ist noch ein Schildträger dabei. Der Torwächter ist geschockt. Okay, ja. Würde ich auch Kletterhaken
Kompass, Wetterhaken, abgestürzt. So, da sind wir wieder. Scheinbar haben wir geringfügige Probleme, wenn es um Spezialfähigkeiten von manche Klasse geht, zum Beispiel. Oh, was? Jetzt klappt's. Manchmal stürzt da ab oder. Oh. Ja, gut. Ich bin aufgeflogen. Aufgeflogen, das ist nicht sonderlich schlimm. Schon unterwegs. Dann machen wir es halt jetzt anders da. Affi. Fang! Werf mal dein Acid-Granat hin. Oh, sehr schön. Ist ein bisschen was geschreddert. Der Rage-Schlag hat so eine Macke. Aber. Boah, so schöne, schöne Fähigkeiten. Guck ich mal, ob das jetzt klappt. Rage-Schlag, nee, das wäre eher arm. Wir haben noch den Axtwurf, 90%, 90%, ja, eigentlich hätte ich hier gerne. Okay, der hat nur noch Enna. So, und jetzt da würde ich sagen. Geht in Ordnung. So, ja, ich stelle mich hier absichtlich so hin, weil wo kann ich mit der Schredderkanone hier drüber gehen? Zurück! So, stimmt, die Spezialisten, die Zivilisten, die sind ja hier noch. Aber, naja, das ist eh die letzte Feinde hier. So, mit schnellen Hände können wir mal probieren. So, 89%. Gucken wir mal. Ach Gott, Mitchell. Feind steht noch! Wäre zu schön, wenn du da getroffen hast. Sure thing! 80 erfahren, der Bärchen. Der Bärchen und der Matthias. Heading out. Ganz gerade so mit in die Pamba-Stelle, weil wir haben Bock. Und das reicht schon. Das müsste es gewesen sein. Manus 1-5, okay. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. So, Insatzfoto. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Gut. Hallo, ich will jeder drauf an, Jungs. Zoom. So. Okidoki. Ich wundere mich echt nur, dass der Hexer nicht da war. Ich hätte jetzt echt schwören können, dass der kommt. Advent-Vertreter ließen verlauten, aber dass wahrscheinlich das kommt der nur auf der Friedenshüter eine planmäßige Übung war. Das kann man vorstellen, dass er nur auf eine neue Supply Rates kommt. Zur Besorgnis. Alle Schüsse das war halt einfach und nur zufällig getriggert, sondern der Kunden war das. Simuliert. Ich hätte erwartet, dass unsere neuen Rekruten noch viel lernen müssen, aber sie waren hervorragend, Commander. Und wir haben wieder so scheiß Fokus, wo keiner braucht, mit Wille, überragender Schaft, den nehmen wir doch gerne. Können wir irgendwann mal eine Austauschung machen. Nicht gut, in einem da ist schon was fertig, das machen wir noch schnell. Und sogar zwei Dinge fertigen in einem Tag. Granate, Munition, die könnte ich mir aktuell abholen. Also erstmal machen wir das doch noch fertig. Ich will jetzt eigentlich nur noch warten.
Bis unser Verdeck die Aktion fertig ist. Und dann haben wir hier die verdeckte Aktion. Wir haben überragende Beweglichkeit, das ist doch sehr schön. Bonnie und Birgit sind da, ohne Verletzte sind. Nicht gut. Wir können direkt den Nexi machen. Forschungsdurchbruch. Oh ja. Ne, stopp, wir haben hier jetzt. Brauchen wir nicht. Alienbeute. Bitte mal Ecken. Fertig Gesundheit und höhere Regionseinbrüche. 18 Fertigkeitspunkte. Das wäre doch sowas, was man machen könnte. Widerstandskontakte brauchen wir definitiv nicht. Widerstandsmobil brauche ich auch nicht. Überlegende Waffenverbesserung. Wer das nicht macht. Oh, die Fertigkeitspunkte. Zielsicherheit ist immer gut. Zielsicherheit, wer kannten der Ziele? Tim! Wo bist denn du? Bist müde. So ein Mist. Ich den Tim angeschickt. Naja. Drafi hin. Jelufa Grenadier ist immer gut. Dann benötige man noch ein normaler Soldat. Man. Der wird mit. Soldat verwundet, 25 Infos, die spare ich mal. Passt. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. Ja, hoffen wir. Dann holen wir gerade noch die Vorratslieferung oder warten wir, bis die durch. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Uncool, aber kann ich eventuell fortdauernden Bemühungen weiterhin. Vor allem, weil wenn wir unser Teamnummer komplett haben, dann sind wir auch in dem Seilversteck. Ermächtigt. Ich bin stärker denn je. Und werde sie nicht enttäuschen. Ja, ja, hol ich ihre Versuche, die so, was haben wir dann hier in 3 Wochen? Neue Inrichtung. Werden immer transparenter. Oh, 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 Geltungsschlag, oder? Die Auserwählten so, sind uns immer noch auf der Spur, mach ich eigentlich kaum. Einer von insofern ihnen ist uns näher denn je. Sprengsätze. Oh, das ist nervig. Granate will ich eigentlich nicht, dass die haben. So, das ist eher nervig, dass du. 25 Info. Wir warten mal soweit. Okay, hier brauchen wir nichts zu machen. Das ist okay. So kann ich sie erstmal ignorieren. Technologie, Weibernkönig. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Trotz ausgiebiger Studien der Forschungsberichte von Dr. Wahlen muss ich mich immer noch fragen, wie sie ein so beeindruckendes Verständnis für die Prozesse erlangen konnte, die zur Bearbeitung und Manipulation des Alien-Genmaterials nötig sind. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Neue Befehle. Den Anzug. Dann warten wir noch schnell. Genau, auf das hier. Ermunterung ist fertig. Och, null Lanze mache. So, jetzt irgendwas, was gleich fertig wird? Nö. So, warten wir beim nächsten Mal drauf. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye, bye.